kommen auf Bhavani Yoga. Komme direkt auf deine Matte, setze dich in Fersensitz. Du magst, kannst du die Füße aufsetzen und auf die Fersen tief senken, sodass deine Füße gedehnt werden. Werde ruhig, entspannt, schließe die Augen, bringe die Hände vor deinem Herzen, setze positive Intention für heutige Yoga-Klasse, wiederhole diese dreimal. Denke dann, bevor du anfängst, ein langs um. Mit Einatmen senke die Arme und stecke über die Seiten nach oben. Ausatmen, drehe dich nach rechts, senke die Arme da, wo die ankommen. Denke dich in die Drehung, einatmen, ausatmen, spüre zu deinem Bauch, Mitte und drehe dich etwas mehr nach rechts. Einatmen und ausatmen, drehe dich zur Mitte, stecke die Arme nach oben. Ausatmen, drehe dich nach links, senke beide Arme nach unten. Spüre die Drehung oberhalb und unterhalb des Bauchnabels und drehe dich mehr mit Ausatmen nach links. Einatmen, drehe dich zur Mitte, rolle über deine Knie, setze die Füße auf, komme in Vierfußstand. Platziere die Knie so, dass die Knie unter deinen Hüften sind und die Hände genau unter deinen Schultern. Vierfußstandposition. Mit Einatmen stecke dein rechtes Bein weit nach hinten, parallel dem Boden. Ausatmen, beuge dein rechtes Knie, ziehe zur Brust, mache dich rund. Nur dein Bein, Bauch einziehen, einatmen, strecken. Ausatmen, mache dich rund, ziehe dein Bauch unter die Rippen. Einatmen, strecke dich. Ausatmen, mache dich rund, ziehe dein Knie, Bauch fest. Setze dein rechtes Bein wieder nach unten zur Matte. Mache deinen Rücken lang, Kopf lang, verlängere deine Wirbelsäule, aktiviere deinen Bauch, stecke dein linkes Bein nach hinten, einatmen, ausatmen, ziehe zur Brust. Denke an deinen Bauchnabel, Bauchnabel, unter die Rippen einatmen, strecken. Ausatmen, tiefer ausatmen und ziehe deinen Bauch unter die Rippen, einatmen, strecken. Ausatmen, rund machen. Setze dein linkes Knie auch zum Boden. Setze die Füße auf, komme in nach unten schauender Hund. Nach unten schauender Hund. Deine Beine sind gestreckt. Die Fersen mögen in die Matte gleiten. Dein Rücken ist gerade und du spürst diese Länge in dem Rücken. Aktiviere deinen Bauch, entspanne deinen Kopf und Brust nach unten. Rotiere die Oberarme nach außen. Mache die Position fest. Mit Einatmen hebe dein rechtes Bein nach oben. Ausatmen, beuge dein Knie, ziehe dein Knie unter dir. Einatmen, strecke dein rechtes Bein, soweit du kannst, nach oben. Ausatmen, beuge dein Knie, ziehe unter dir, unter Brust. Einatmen, Bein gerade nach oben strecken. Ausatmen, Knie unter dir, Bauch tief unter Rippen ziehen. Einatmen, Bein nach oben. Ausatmen, Fuß zum Boden senken. Ein- und ausatmen, nochmal überprüfe deinen Hund. Aktiviere deinen Bauch. Stecke deinen Rücken. Feste Hände, atme ein. Hebe dein linkes Bein gerade nach oben, soweit du kannst. Ausatmen, beuge dein Knie, ziehe unter dir. Einatmen, stecke weit nach oben. Ausatmen, spüre deinen Bauchnabel, ziehe gebeugtes Knie unter dir. Einatmen, Bein so weit nach oben, wie du kannst. Ausatmen, ziehe dein Knie unter dir. Nochmal Bein nach oben strecken. Und ausatmen, senke deinen linken Fuß zum Boden. Komme nach unten schauen, der Hund, bleib hier, atme tief. Lass die Beine gestreckt, schau zwischen den Händen, versuche mit gestreckten Beinen nach vorne zu kommen, in 10, 12 Mini-Schritten, langsam nach vorne, Gesäß hoch, Bauch wird automatisch aktiv, komm auf die vordere Ecke deiner Matte, senke die Fersen runter, einatmen, halbe Vorbeuge hier, ausatmen, volle Vorbeuge, stecke die Arme über die Seiten nach oben. Ausatmen, setze dich tief in Utkatasana-Position, beuge die Knie, setze Gesäß nach unten.
Atme ein. Atme aus. Stecke die Arme nach hinten in diese Position. Atme ein, die Arme nach oben stecken, über vorne. Ausatmen, über vorne nach hinten. Einatmen, über vorne nach oben. Ausatmen, über vorne nach hinten. Einatmen, die Arme nach oben strecken, hebe deinen rechten Fuß vor dem Boden ab und langsam bringe dein rechtes Bein nach hinten. Setze deinen Fuß auf, komme in High Lunge, hebe die Arme, aktiviere deinen Bauch, gehe tiefer in dein Knie, atme ein, strecke die Arme nach oben, ausatmen über vorne nach hinten, ob du springen möchtest, einatmen über vorne nach oben, langsam, wie durch das Wasser. Balanciere, ausatmen, über vorne nach hinten. Einatmen, über vorne nach oben. Ausatmen, über vorne nach hinten. Einatmen, nach oben. Und bringe dann die Hände zum Boden. Setze deinen rechten Fuß fest und hebe dein linkes Bein in dreibeiniger Hund nach oben. Strecke dein linkes Bein, halte hier. Atme ein und aus. Beuge dann dein linkes Knie, öffne die Hüfte und ziehe dein linkes Knie zu linken Oberarm. Einatmen, Bein wieder heben, Hüfte öffnen. Ausatmen, rotiere die Hüfte und ziehe dein linkes Knie zu linken Oberarm. Einatmen, nochmal öffnen und strecken. Ausatmen, beugen und ziehe dein linkes Knie zu linken Oberarm. Einatmen, heben. Ausatmen, Fuß zum Boden. Nach unten schauen der Hund. Mit Einatmen gleitest du in das Brett. Runder Rücken, zieh dich dann auseinander. Mit Ausatmen senke nur die Knie ab. Atme ein, ausatmen, beuge die Ellenbogen, Brust fast bis zum Boden. Einatmen, strecke die Arme, ausatmen, Brust fast bis zum Boden. Einatmen, strecke die Arme, ausatmen, Brust fast bis zum Boden. Einatmen, die Arme strecken und ausatmen, diesmal ablegen. Komme in die Kobra, gleite, rolle. Senke dein Gesäß nach unten, setze die Hände fest in den Boden. Einatmen, nach oben schauender Hund aus der Kobra. Ausatmen, rolle oder steige über die Füße, nach unten schauender Hund. Du kannst direkt aus der Kobra auch in nach unten schauender Hund kommen. Deine Variation. Atme hier tief ein, atme tief aus. Atme tief ein, atme tief aus. Einatmen, hebe dein rechtes Bein hoch. Diesmal Bein bleibt gestreckt. Du öffnest die Hüfte mit gestrecktem Bein. Dann beuge dein Knie, setze deinen rechten Fuß außen, den rechten kleinen Finger vorne. Komme mit den Händen links an deinem rechten Fuß. Strecke deine Hüfte, strecke deine Leiste, gehe etwas tiefer in die Position, aber hebe die Brust nach vorne, Bauch aktiv. Aktiviere noch mehr deinen Bauch und setze deinen linken Fuß außen an den linken kleinen Finger. Komme in Malasana-Position, setze dich so tief wie du kannst, so entspannt wie du kannst, bringe die Hände vor die Brust, die Ellenbogen innen an deinen Knie oder du bringst die Hände zum Boden, wie machen eine Runde Kapalabhati. Kapalabhati ist schnelle Atmung, wo du mit Ausatmen Bauch fest nach hinten ziehst. Mit Einatmen entspannst du deinen Bauch, bereite dich vor, atme aus. Atme entspannt ein. Wir beginnen. Aus, ein, 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 vollständig ausatmen, Hände zum Boden, stecke die Beine aus, Vorbeuge. Atme tief ein, halbe Vorbeuge hier. Und ausatmen nochmal volle Vorbeuge. Strecke die Arme über die Seiten nach oben. Strecke dich lang.
Ausatmen, Hände vor die Brust. Bringe die Füße zusammen, Tadasana. Atme ein und aus hier. Bauch angespannt, Gesäß fest, Tadasana-Position. Atme ein und stecke die Arme nach oben, setze dich tief in Utkatasana-Position, Stuhl. Atme aus, stecke die Arme über vorne nach hinten. Einatmen, die Arme über vorne nach oben. Bauch aktiv ausatmen, die Arme über vorne nach hinten. Einatmen, die Arme nach oben, tief atmen. Ausatmen nach hinten. Einatmen nach oben, stecken, bleibe hier. Hebe deinen linken Fuß von dem Bodenstecker langsam nach hinten und setze deinen linken Fuß für Heiland in den Boden. Komme mit den Armen hoch, einatmen, geh tiefer in dein Knie mit ausatmen. Mache dich hier fest, die Hüfte zeigt nach vorne. Genieße einen Moment diese Position. Und beim Ausatmen die Arme über vorne nach hinten strecken, ob du springen möchtest. Einatmen nach oben, Bauch fest. Ausatmen nach hinten. Einatmen über vorne nach oben, Bauch bleibt fest. Ausatmen über vorne nach hinten. Einatmen nach oben, wachse noch ein bisschen, senke dich tief in dein Knie. Und dann bringe die Hände zum Boden. Setze deinen linken Fuß fester, hebe dein rechtes Bein, dreibeiniger Hund nach hinten, oben, einatmen, ausatmen, beuge dein Knie, ziehe dein rechtes Knie unter dir, einatmen, stecke dein rechtes Bein nach oben, ausatmen, rechtes Knie unter dir ziehen, einatmen nach oben, ausatmen, Knie unter dir, Bauch fest. Einatmen, nach oben strecken und setze deinen rechten Fuß zur Erde. Nach unten schauender Hund, Adho Mukha Svanasana. Stecke dich lang in dem Hund. Entspanne deine Brust und Kopf nach unten, rotiere die Arme nach oben. Atme ein und rolle nach vorne in das Brett. Schiebe die Fersen weg, mach Rücken lang, Schulter über die Handgelenke, senke die Knie zum Boden ab. Eine halbe Chaturanga dreimal ausatmen, beuge die Ellenbogen fast bis zum Boden, die Brust einatmen, stecken, ausatmen, runter, einatmen, stecken. Ausatmen, beugen, einatmen, strecken. Ausatmen, beugen, lege für die Kobra ab. Lege die Fußspann ab. Atme ein, atme aus. Aus dem Kobra kommst du in nach oben schauender Hund, wenn du magst. Sonst bleibe in der Kobra. Strecke die Brusthöhe, strecke die Bauchdecke. Spüre das. Ausatmen, rolle oder steige über die Füße nach unten schauender Hund. Atme tief ein, atme tief aus, atme tief ein, atme aus. Mit Einatmen hebst du dein linkes Bein hoch, diesmal gestrecktes Bein lassen. Öffne die Hüfte, mit diesen geöffneten Hüften beugst du dein Knie, ziehst du dein Knie zu linken Oberarm und setzt du deinen linken Fuß außen, den kleinen Finger. Bringe die Hände links neben deinen linken, rechts neben deinen linken Fuß und senke dein Gesäß so tief wie möglich. Strecke deine Brust nach vorne, Bauch bleibt aktiv in der Position. Bringe deinen rechten Fuß außen an den rechten kleinen Finger und setze dich tief in Malasana-Position. Die Hände vor der Brust, die Ellenbogen zu deinem Knie oder du kannst die Hände zum Boden bringen für Kapalabhati. Schau, was für dich bequem ist. Bleibe so gerade wie möglich, Rücken gerade. Kapalabhati, schnelle Atmung, du atmest aus und ziehst Bauch hinein. Beim Einatmen entspannst du deinen Bauch. Also umgekehrte Atmung, atme ein. Beginne.
Haus ein, vollständig ausatmen, Bauch hineinziehen, die Hände zum Boden, stecke die Beine einatmen. Stärke deinen Rücken lang, halbe Vorbeuge. Ausatmen, volle Vorbeuge. Stecke die Arme über die Seiten nach oben. Ausatmen, Hände vor deinem Herz, beuge direkt die Knie, komm auf die Fußballen, rolle nach unten. Versuche exakt auf dein Steißbein zu kommen, auf den Boden. Und bringe die Füße, Fußsohlen zueinander, greife mit den Händen deine Füße zwischen den Beinen, bleibe einen Moment hier, hebe die Füße von dem Boden ab, Rücken gerade ziehen, jetzt versuche die Beine zu strecken, die Arme zu strecken. Und dann lass die Füße los, du kannst die Knie etwas beugen, du kannst die Beine strecken. Schau, was für dich jetzt angenehmer ist, halte einfache Bootposition, Navasana-Position, spüre den Atem in deinem Bauch, bringe die Konzentration zum deinem Bauchnabel, spüre die Muskeln in deinem Bauch, feste Mitte. Okay, beuge die Knie wieder, greife mit den Händen die Füße und dann öffne die Füße etwas. Und wenn du magst, so bleiben, Rücken strecken oder du versuchst, ein Bein zu strecken. Und dann wechsle, rechts beugen, linkes Bein strecken. Nach Belieben noch einmal machen, rechtes Bein strecken, linkes beugen, wechsle. Bringe dann gebeugt die Fußsohlen zusammen wieder, greife die mit den Händen, mit den Armen zwischen deinen Beinen und balanciere so. Jetzt bringe die Unterarme unter deinen Knie und hebe die Hände zur Seite, durch die Mitte nach außen und mache Ching Mudra hier. Du kannst die Füße zusammenhalten, du kannst die Füße auch drängen, was für dich angenehmer ist. Spüre sanfte Anspannung in deinem Bauch, hebe die Brust mehr, halte Atem. Und komme langsam aus der Position, die Hände wieder lösen, die Arme nach vorne strecken, die Knie zusammendrücken, hebe nochmal die Füße etwas höher, atme ein. Und beim Ausatmen langsam in Zeitlupe, rolle auf deinen unteren Rücken, bleibe hier, Schulterblätter hoch, die Beine gebeugt hier halten und langsam ablegen. Setze die Füße ganz nah zu deinem Gesäß. Probiere mit den Händen deine Fersen zu spüren. So nah stehst du hier, wir gehen in Schulterbrückeposition, beuge die Ellenbogen und stecke die Fingerspitzen nach oben oder mach Ching Mudra, was für dich angenehmer ist. Drücke fest in die Oberarme und rolle deinen Rücken, dein Gesäß nach oben. Langsam Gesäß heben, unteren Rücken, mittleren Rücken, oberen Rücken, Schulterblätter versuchst du von dem Boden zu heben. Jetzt probiere die Knie mehr zueinander zu ziehen. Drücke fester in die Oberarme, mit Einatmung streckst du dein rechtes Bein nach oben. Ausatmen, senke dein Gesäß tief nach unten, fast bis zum Boden. Einatmen, hebe dein Gesäß, unteren, oberen Rücken. Ausatmen, senke nach unten. Einatmen, alles nach oben nochmal. Ausatmen, nur deinen rechten Fuß senken. Hebe dein Gesäß ein bisschen höher, drücke fester in die Oberarme. Mit Einatmen linkes Bein nach oben strecken. Ausatmen, senke dein Gesäß, unteren Rücken tief, fast bis zum Boden. Einatmen, heben. Ausatmen, tief senken. Einatmen, heben.
Ausatmen, tief sinken. Letztes Mal einatmen, heben, heben, heben. Ausatmen, linken Fuß absetzen. Greife mit den Händen unter deinem Rücken ineinander auf der Matte und hebe dein Gesäß etwas höher. Bringe die Knie zusammen, Schulterbrücke. Nochmal einatmen. Ausatmen, bleibe ruhig hier. Atme tief. Entspannt. Entferne die Finger voneinander, senke deinen oberen, mittleren, unteren Rücken in den Boden. Ziehe die Knie zum Ausgleich zur Brust. Für einen Moment mach dich kompakt und dann komme in Shavasana. Strecke dich auf der Matte aus. Achte immer darauf, dass deine Hüfte entspannt ist, sodass du die Füße nach außen drehst. Drehe die Handflächen nach oben. Wenn du magst, lege die Hände auf deinen Bauch und spüre deine Mitte. Bleib ruhig, ganz still und entspannt. Schau in dich herein und fühle deinen Atem, deinen Körper, Shavasana. Du kannst noch einen Moment in Shavasana bleiben oder dann zur Meditation kommen oder zu deinen anderen Yoga-Praxis. Bleib bei uns, bleib mit uns alle 31 Tage. Ändere dein Leben im positiven Sinn. Namaste, wir danken dir.